herzlich willkommen zu einem neuen Programm. Und zwar heute beleuchten wir mal das Thema des Tages, die USA und die große Pleite. Am 17.10. vielleicht doch der Weltuntergang. So, habe ich Glück. Wo? Ganz einfach. Ich habe am 12.10. schon Geburtstag. Schnippchen geschlagen. Laut den Medien gehen ja vielleicht am 17. Oktober in den USA die Lichter aus. Ja, Schlagzeilen in der Bild, so groß vielleicht. Wenn die USA wankt, strauchelt die ganze Welt. Schöne Schlagzeile. Die öffentliche Verwaltung könnte somit seit 17 Jahren das erste Mal wieder lahmgelegt werden. Wobei man sich dann natürlich fragen könnte, was war vor 17 Jahren. Aber das ist nicht Bestandteil dieses Videos heute. Außerdem in politischer Zeitrechnung ist das ja nur Kohl plus 1. Also kann es nicht so wild sein, oder? Die Entwicklung des Schuldenberges der USA könnte man natürlich auch vergleichen mit den Gagenzahlungen von Daniel Craig für James Bond. Der hat 3 Darbietungen gebracht. Die erste war Casino Royale. Ne, dafür bekommen 3,4 Millionen Dollar. Das nächste war dann ein Quantum Trost. Ne, 8,9 Millionen Dollar. Und Skyfall mit 17 Millionen Dollar Gage. Ja, so ist das. Was haben also die USA und Daniel Craig gemeinsam? Die Zahl 17. So, 17 ist nämlich das Limit bei den Amis. Deutlicher Unterschied ist natürlich Gage 17 Millionen Dollar, Schuldenberg 17 Billionen Dollar. Und an dieser Stelle möchte ich mal anmerken, also Millionen kennt man ja, ne? Zahl mit 6 Nullen. Das deutsche Wort Billionen darf man nicht verwechseln mit dem englischsprachigen Wort Billion. Das wiederum wären nämlich nur Milliarden und das wiederum laut Hilmar Kopper im Jahre 1994 auch zum Unwort des Jahres gewählt, wären ja eigentlich nur Peanuts. Ne? Man erinnert sich im Zusammenhang mit dem Möchtegern-Schlaukopf-Immobilienpleitier Jürgen Schneider, der eine oder andere, 1994. Gut, einige meiner Zuseher waren da wahrscheinlich noch nicht mehr auf dem Bild, aber vielleicht hat es der Papa erzählt. Zurück zum Thema. Die deutsche Billion steht also für 1.000 Milliarden, einer Zahl mit 12 Nullen, also quasi doppelt so viel, macht aber wesentlich mehr aus. Des Weiteren hat der Herr Craig ja das Geld eingenommen, also seine 17 Millionen Gage. Und wenn der Herr Craig alles richtig ordentlich gemacht hat, dann hat er es ja auch sehr wahrscheinlich ordentlich versteuert. Falls nicht, wenn nicht, wen könnte er da fragen, wie man es richtig macht, also richtig. Ne? Also, Hier, Olli Hoeneß, der weiß bestimmt, wie es geht. Wie sieht das jetzt in Zahlen, vor allen Dingen auch grafisch verständlich ausgedrückt aus? Ich habe da mal was vorbereitet. Auf der Seite sehen wir die Schuldenanhäufung der USA, so, ganz kontinuierlich. Auf der anderen Seite Team Online-Member Flix, dem sein Winning-Graph, ne? Wenn man das jetzt mal wieder vergleicht, sieht ähnlich aus. Hat aber wieder einen großen Unterschied. Das sind Einnahmen, das sind Schulden. Jürgen Mattes, Leiter Kompetenzfeld Internationale Wirtschaftsordnung am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, teilte der Bild.de übrigens Folgendes mit. Ich zitiere: Spannend wird das rund um den 17. Oktober, denn erreichen die USA voraussichtlich die gesetzliche Schuldenobergrenze. Und wer jetzt aufgepasst hat vorhin, man erinnert sich an das Bild auf der Seite. So im Bereich 2,7, 2,8. Was stand da? Schuldengrenze? 10 Billionen Dollar? Was könnten wir jetzt rein logisch aus dieser Grafik folgern? Weil ich meine, bei 2008 so 10 Billionen Dollar, Jahre später, 17. Irgendwie ist da nichts großartig passiert, oder? Ich meine jetzt mal politisch. Was könnte man also tun? Man könnte beispielsweise, wie Olle Busch ja hervorragend vorgemacht hat damals, man könnte sich irgendwie einen Staatsfeind schnitzen. Ne? Weil der hat ja auch das Problem, hey, die Russen irgendwann so, Wettrüsten, oh nee, ist ja voll teuer, da machen wir jetzt einfach mal, nö, machen wir nicht mehr. Ja, bums, stand der Armee da, wie so ein Kleinkind im Sandkasten, ne? Wenn plötzlich keiner mehr mit einem spielen will, sieht blöd aus. Aber ist ja klar, ne? Wenn du als Kind im Sandkasten den anderen Schippe- und Matchbox-Autos
wegnimmst, will keiner mit dir spielen. Bums, einfach. So einfach ist er. Also, was hätte man tun können? Also die Kohle, die man nicht in Rüstung, hätte man ja anderweitig hätte man die, also investieren hätte man können. Beispielsweise, woran hätte man investieren können? Man hätte investieren können in was? Boah, Bildung. Infrastruktur hätte man auch. Oder hier, Dinge. Gesundheitswesen hätte man. Hätte man alles machen können. Hätte man, ja. Aber, wie heißt das so schön? Ich zitiere da mal aus Stromberg. Hätte der Hund nicht geschissen, wäre das mit dem Hasen auch irgendwie anders. Ne? So. Gut, Papa Busch stand also da vor seinem Gefolge und meint so, Leute, wir müssen was tun. Ja, standen sie da, also eher sie saßen. Grübel, Studier. Ja, Sir, Herr Präsident, das Einzige, was wir eigentlich wirklich richtig können, ist bombardieren. Weil der Busch so, oh. Warum nicht? Aber wen? Und warum? Und vor allem so, dass es für uns keine großen Nachteile bringt. Vielleicht sogar noch ein bisschen so nebenher. Ja, Herr Präsident. Wie wär's denn mit Saddam Hussein? So ein kleiner Ganove im Irak, schön mal weg. Außer Reichweite, Ladung, Streckenwaffen. Da könnte man, da wäre noch was. Außerdem, als Geschäftskunde kennen wir den ja schon länger. Wäre doch eine Option. Und der Busch dann so, boah, yeah, das machen wir. Voll geil. Alles an Bord. Plötzlich. Irgendwann dann so, Sir, Mr. President, wie jetzt alle an Bord. Naja, wir schicken einfach das Beste, was wir haben. Unsere Marines. Alle so, hä? Marines? Die sind doch mit Schiff und so. Ja, ja, ja. Also, Sir, Mr. President, ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber Herr Rag, ja, Küste, ne? So, auf der Karte. Und dann nur noch ein paar kleine Flüsse. Ich weiß ja nicht, ob unsere großen Schiffe, ob die da durchpassen. Also, wir würden ja eher davon abraten. Also, Olle Busch dann, oh, wenn ihr meint, dann schicken wir halt wieder. Nee. Geht ja auch viel besser, viel schneller. Ich meine, die Amis, ey, aus 5 Kilometer Höhe, so präzisionsmäßig, zack, wie ein Chirurg. Der Ameise in den Arsch und so. Bam. Das haben sie drauf. Aber wehe, ein paar Amis zu viel, schalten zur gleichen Zeit am falschen Ort, quasi gleichzeitig. Nee, Klimaanlage so. Wuff. Düster. Stromausfall. Boah. Da hätte man übrigens auch investieren können für den Rahmen. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, das sind Prioritäten, oder? Also ich verstehe es nicht. Aber beim besten Willen, ich kann es nicht nachvollziehen. Und wie das mit den Schulden weitergehen soll, ja. Weil wir stehen ja auch nicht besser da. Nee, wir tauschen, also nicht wir als solches, sondern die EU im Großen und Ganzen. Wir tauschen ja quasi täglich auf dieser Rangliste. Wenn ich es nicht verpeile, poste ich den Link unter das Video. Auf der Rangliste der hochverschuldetsten 10 Staaten des Globus, ja, tauschen wir ja immer die Plätze. Deutschland ist aber extra noch eine Sonder aufgeführt, genauso wie Frankreich und so. Das wundert mich dann auch. Ich dachte, wir wären alle in der EU. Aber nee, ich muss das nicht verstehen. Im Gegensatz zu mir, der das nicht verstehen muss, gibt es vielleicht aber jemanden, der dieses versteht, also nee, das Prinzip, die Schulden und so weiter. Der kann natürlich jederzeit hier unter das Video Kommentare posten, wenn euch als solches das Video in irgendeiner Form gefallen, amüsiert oder zum Nachdenken gebracht hat. Könnt ihr es ja auch gerne auf Twitter, Facebook oder sonst wo teilen. Jo, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, Einschalten und hast nicht gesehen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas zu kommentieren habt, da unten die Möglichkeit nach wie vor, bis YouTube das vielleicht irgendwann mal ganz abändert. Jo, ich war ja lange nicht mehr da. Sieht komisch aus. Lässt sich nicht vermeiden. Aber, wie sagen wir immer so schön, in diesem Sinne.
Bis neulich.